Hey Leute, was geht ab? Hier regnet's. Ich bin gerade heute dabei, meine Garage zu machen. Ich habe heute meine Schränke angebracht, dass ich dann ein bisschen mein Putzzeug unterbringen kann, und habe die Garage mal ein bisschen eingerichtet. Ich klappe das Tor hoch. Garage ein bisschen eingerichtet. Und auch mal gefegt. Ich habe ja echt gefegt. Die Garage, ich habe hier alles zugestaubt, die ganzen anderen Autos, alle wahrscheinlich richtig dicke Staubschicht jetzt drauf. So wie er hier. Warte. Nein, nicht ganz, auf jeden Fall. Hat es richtig ganz rumgestaubt hier. Jetzt hat sich der Staub wieder gelegt. Ich war eben deswegen nochmal mein Auto kurz abspritzen und abwaschen. Und ja, einiges zu tun gehabt. Habe aber eine ganz geile Idee gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ich mache das mal so rum. Hey Leute, was geht ab? Ich bin in meiner Garage. Yeah. Ja, ein bisschen Infos für euch. Und zwar ist das so, ich habe schon eine Garage seit ungefähr 6-7 Monaten hier in Hamburg gesucht. War echt schwer, eine zu bekommen. Die habe ich jetzt bekommen. Ich war ja heute ein bisschen aktiv und habe mich hier um meine Garage, um mein Auto gekümmert. Das wird auch mal Zeit nach dem ganzen Sheet. Ich kann euch einmal zeigen, neu ist jetzt einmal, dass ich jetzt hier die Schränke habe. Ich hoffe, man sieht die. Da kommt ein bisschen Putzzeug rein. Sind noch leer. Ist aktuell noch im Kofferraum, das Zeug. Wird dann hier reinkommen. Kommt ein kleines Vorhängeschloss drauf, dass sich hier nicht jeder bedienen kann. Und ja, ich habe hier auch den Boden gefegt. Weil die Garage, die war echt mega, mega, mega ungepflegt. Die war, glaube ich, hat mir gerade einer erzählt, der hier ist. Die Garage wurde, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre nicht wirklich genutzt. Ungefähr so die hier. Und zwar gar nicht. Stand ein Geländewagen drin, wurde mir gesagt. Mega verstaubt, mega zugemüllt, das Ganze so ungefähr wie der hier. Und ja, total heftig. Das wurde ausgeräumt. Ich war der Erste, der angerufen hat. Die kam irgendwie auf dem, weiß nicht, Mittwochabend rein. Und Donnerstag früh hatte ich den Vertrag schon unterschrieben. Ich war echt flott und echt schnell, habe derbe Druck gemacht. Deswegen habe ich jetzt die Garage glücklicherweise. Hat alles ganz gut gepasst. Und hier war echt ein Haufen Staub. Ich habe hier echt ja, den ganzen Bereich so ein bisschen gefegt, sage ich mal so. Dass ich hier, wenn ich einsteige, aussteige, nicht immer den ganzen Dreck wieder ins Auto reinbringe, ist irgendwie auch nicht so eine Sache. Irgendwie schon so eine kleine, ich zeig das mal, warte, so eine Dings rangemacht, so ein Schaumstoffding, dass ich, wenn ich einsteige, nicht meine Tür kaputt mache. Und ja, ein bisschen hier dabei, mich einzurichten. Ganz nice ist hier die Stopper, die ich gemacht, dass ich nicht immer weit genug fahre. Und dann habe ich eben was entdeckt und das dachte ich mir, kommt derbe nice. Und zwar ja, total krass. Ich habe einen Spiegel gefunden, als ich hier den ganzen Dreck weggeschoben habe oder weggeschmissen habe im Mülleimer. Da lag am Mülleimer ein Spiegel und dann dachte ich mir, den nehme ich gleich mal mit, wofür auch immer. Und dann ist mir eingefallen, dass ich das auch schon ein paar Mal bei BMW gesehen habe, dass man da den Spiegel unter den Performance-Auspuff liegt. Habe ich jetzt mal kopiert und ja, auf jeden Fall, ich bin super happy mit meiner Garage. Wie man sieht, kriegt ihr es auch mit. Ich nehme euch einfach mit auf die ganze Story hier. Und ja, jetzt habe ich die Garage gefegt, dann kommt hier mein Schrank. Wird noch eingeräumt, gleich ist das Auto jetzt noch gerade nass. Ich werde das gleich erstmal eine Runde essen, weil ich schon den ganzen Morgen hier am Start und am Einrichten. Und wenn ich damit soweit fertig bin, wird mein Auto mal ein bisschen poliert und versiegelt und für den Winter soweit klar gemacht. Und ja, ich freue mich drauf, ist noch ein bisschen was zu tun. Das ist soweit von meiner Seite. Außerdem war ich heute Morgen schon bei BMW selbst. Und da kann ich noch zeigen, da habe ich wieder meinen Kollegen getroffen. Warte. Und zwar gibt es neue Schilder. Ich weiß nicht, im Kofferraum sieht gerade mega chaotisch aus, weil ich hier gerade alles am Start habe. Und zwar habe ich neue Schilder. Einmal Limited Sport Edition ist einmal neu gekommen. Und dann kam einmal neu BMW Z4 S-Drive 35 IS. Das sind wahrscheinlich meine Schilder. Genau, die 330i Schilder für mich. Dann habe ich noch einmal Zweierschild, aber nur ein einziges. Und dann noch 2x X6. Das ist jetzt so die komplette Ausbeute. Warte,
die komplette Ausbeute von allem, was ich habe. Und ja, also ich habe schon einige, ich habe echt viele Anfragen bekommen, das ging echt fix. Ich glaube schon 15 Stück oder so über Insta, über E-Mails und sowas. Ich muss gucken, wie es weitergeht, und zwar ist es gar nicht so leicht, an die Schilder ranzukommen. Selbst der Kollege bei BMW, mit dem ich da am Start bin, der hat auch mit dem Typ, also er hat, weiß ich nicht, er hat bestimmt 7, 8, 9 Leute angefragt, ob er die irgendwie die Schilder kriegt, und er meint, das ist echt schwer. Und ja, ich bin weiterhin auf der Suche. Ich versuche noch mehr, sag ich mal, Happening zu machen. Also ich versuche noch mehr umzusetzen, dass ich für euch auch mehr Schilder organisieren kann. Versprechen kann ich euch nichts. Boah, voll die dicke Spinne. Ich hasse Spinnen. Hurensohn-Spinne. Egal. Genau, da versuche ich auf jeden Fall weiterhin Schilder klar zu machen für euch. Ich weiß nicht, wie gut das klappt, aber vielleicht wird es im Endeffekt hinhauen. Oder immer wieder mal ein, zwei werde ich an Mann kriegen. Und ja, dann schaue ich mal, wie die ganze Sache sich entwickelt. Ich hatte dich auf dem Laufenden, das war soweit von mir. Ich poliere jetzt mein Auto, futter jetzt erstmal eine Kleinigkeit und dann geht's weiter von mir. Also haut rein, Jungs. Peace. Die Story geht weiter. Ich bin jetzt in meiner Garage. Ich war hier eben, habe mir ein paar Brötchen geholt und werde jetzt mal eine Kleinigkeit futtern. Glitzy, bling bling. Sieht alles fresh aus, alles nice. Ich liebe halt, dass nicht nice ist. Spiegel muss ich nochmal putzen. Cool, selbst ungeputzt. Hey, was geht ab? Ich hoffe, ich bin scharf und gut zu sehen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Und ja, wie gesagt, ich habe heute mein Auto ein bisschen geputzt, poliert, sauber gemacht. Ich habe das letzte Woche schon ein bisschen vorbereitet, die ganze Nummer. Und zwar war das so, dass ich meinen Wagen geputzt habe, alle Scharniere, alle Ecken und Kanten sauber gemacht habe. Weil das Ding war immer hier unter den ganzen Bäumen. Nach irgendwie zwei, drei Tagen war wieder alles voller Schleim, alles voller Moos. Und ich konnte alle drei Tage hier den ganzen Laub, Dreck, Gemüsekram aus jeden Ecken und aus allen Ecken rausziehen. Und das habe ich soweit schon vorbereitet und mein Auto vorgewaschen. Dann habe ich aber heute die Garage gefegt und es hat derbe krass gestaubt. Deswegen habe ich nochmal schnell mein Auto gewaschen. Und also ein bisschen kurz abgespritzt, weil das Auto eigentlich sauber war. Ich wollte nur den Staub runter haben, bevor ich da poliere. Dann habe ich ganz standardmäßig mit diesem Sonax, ich glaube All-in-One-Poliertour oder sowas, habe ich einmal den Wagen poliert, aber auch nur ganz grob. Eigentlich ging es mehr so ein bisschen um die Versiegelung für den Winter. Und darüber hinaus, als nächste Session, habe ich dann diese Sonax Glanzpolitur benutzt, die ich auch schon mal in der Vergangenheit benutzt habe. Und ich muss sagen, die ist von der Qualität eigentlich ganz nice. Hat mir bisher immer ganz gut gefallen, das ganze System. Und ist auch relativ einfach in der Anwendung. Also man hat nicht so viel Arbeit, nicht so viel Nachpolieren. Trotzdem war es ein ganz schöner Akt heute. Und zwar, ich habe ja die Schränke angebracht, alles gefegt, das ist ja echt viel. In den ganzen Bereich, nämlich wo ich rumlaufe, weil es war so staubig, weil ich den ganzen Dreck immer ins Auto mitbringen wollte. Und dazu noch die ganze Politur und dann die Versiegelung. Dann natürlich noch die Reifen gemacht, das war echt gut anstrengend. Bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ich bin auf jeden Fall super happy mit meiner Garage, dass ich sie endlich habe. Wie gesagt, ich habe gut ein halbes Jahr danach gesucht. Und ja, in Hamburg ist es halt nicht so easy. Jetzt ist der Wagen picobello, alle Ritzen, alle Ecken sind top. Und ja, ich fahre das Ding aber trotzdem im Winter im Vergleich zu allen anderen oder vielen anderen. Das ist halt für mich ein Daily, bleibt Daily, aber soll halt immer ganz gut gepflegt sein. Das war's soweit von meiner Seite. Jetzt geht's nach Hause, erstmal das Futtern. Dann schneide ich mein Daily Insta und also mein Insta-Mark und mein Daily-Mark. Und wenn ich dann das alles fertig habe, lade ich es hoch, dann soll es morgen für euch da sein. Also ich wünsche euch was. Haut rein, Jungs. Und Peace. Genau, eine Sache habe ich noch, die interessiert mich auch. Und zwar, was benutzt ihr für eure Lackaufbereitung, Versiegelung? Ich bin auch auf der Suche gerade nach einem ganz nicen Quick-Detailer, also nach einem Detailer, dass man einfach mal über das Auto rüberwischen kann und der halt wieder sauber ist und gut glänzt. Wenn ihr was habt, empfehlt mir gerne was. Ich bin noch nicht so der super
Autopolitur-Experte und Lack-Experte. Da zähle ich ein bisschen auf euch. Ansonsten, wenn euch das hier ein bisschen interessiert oder ihr es ganz cool findet, diese Daily Vlog, also Daily Mark oder Daily Insta, lasst gerne einen Daumen da oder abonniert meinen Channel. Und ja, kommentiert auch gerne. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Jeder, der schon mal kommentiert hat, weiß, wie schnell ich antworte. Und das wird auch so bleiben. Also, meine Jungs, haut rein, schönen Tag noch, schönen Abend noch und bis bald. Peace!